So, hallo. Und heute werde ich euch ein kleines Spiel noch zeigen. Das nennt sich Star Wars Commander. Ich habe es schon vor längerer Zeit mal gespielt, habe es dann allerdings wieder gelöscht und es mir jetzt wieder installiert. Und das möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, weil ich persönlich, ich finde das Spiel sehr geil. Und ja. Ich finde, es ist ein sehr, sehr tolles Spiel, weil es ist im Grunde nicht viel anders als Clash of Clans, aber es muss noch kurz laden. Moment, es lädt noch. Und jetzt haben wir es eben fertig geladen und ja, sehen wir es. Ich habe meine Base Thrawn und Pelion genannt. Warum? Das müsst ihr nicht unbedingt verstehen. Das gibt so ein Warte mal kurz. Und ja, da oben haben wir so einen komischen Knopf jetzt. Den müssen wir kurz woanders hin positionieren. Positionieren wir mal hier oben hin. Da stört er mich gerade weniger. So. Und zwar, ja, man kann einfach ganz normal Ressourcen einsammeln und alles machen. Aber es gibt auch eine Kampagne. Sowas wie eine Kampagne. Und zwar haben wir hier so eine Kampagne, die wir eben, die eben durchquert wird. Und ja, dieses Spiel möchte ich euch. Ich kann es euch nur empfehlen, soweit. Ich kann euch auch mal zeigen, wie ein Angriff aussehen würde. Also einen Angriff würdet ihr jetzt quasi so sehen. Ich zeige euch das einfach mal, wie ihr den. Wie ihr das sehen könnt. So, perfekt. Und ja, dann kann man hier halt seine Truppen ganz gewöhnlich setzen, wie man es von anderen Spielen auch kennt. Dass man einfach seine Truppen da irgendwie hinsetzen kann. Und ja. Das ganze Spiel ist kostenlos. Das kann man sich ganz normal bei Google Play oder in irgendeinem anderen Play Store wahrscheinlich auch installieren. Ja. Also ich würde sagen, das passt soweit. Das kann ich nur hoffen, dass es alles funktioniert. Geht dann mal hier ein bisschen durch und sowas und dann gehen die kaputt. Es ruckelt und leckt gerade ein bisschen. Das ist aber, hoffe ich, nicht schlimm. So. Und dann würde ich sagen, sind wir hier und gibt es noch was Spannendes zu Star Wars Commander zu berichten? Nee, eigentlich. Mein Hauptquartier wird gerade verbessert. Dann hat man hier eben auch Kasernen. Dann kann man hier ganz normal seine Truppen hintrainieren. Es gibt auch Fahrzeuge und irgendwann gibt es auch Helden, solche Helden wie zum Beispiel Darth Vader oder sowas gibt es dann irgendwann, die man aus Star Wars halt manchmal so kennt. Und ja, wenn ihr ansonsten, wenn euch ansonsten das Spiel hier gefällt, dann könnt ihr es euch vielleicht mal downloaden. Ich persönlich finde es lustig. Und geil finde ich es eben auch, dass es eine Kampagne gibt, so eine Kampagne, wo man hier eben verschiedene Missionen hat. Jetzt zum Beispiel gerade müssen wir unser Hauptquartier verbessern, damit wir weitermachen können. Das haben wir auch hier. Und wenn wir gerade einfach nichts Besseres zu tun haben, hat man auch immer die Möglichkeit, einfach dahin zu gehen und ein bisschen Terror bei den anderen zu machen. Achso, ihr könnt euch vorher auch entscheiden, ob ihr
Am Anfang könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr die Rebellion oder das Imperium sein wollt. Ich habe natürlich das Imperium genommen, weil ich das Imperium besser finde als diese komischen Versager von der Rebellion. Und ja. Ich bitte mich wieder ganz herzlich fürs Zusehen. Haut rein, Leute, und ciao.